Hey Leute, hier haben wir für euch die Adidas Predator Zones Pro in der 2014-2015 Version. Es handelt sich dabei um die Farbkombination, die vom Predator Instinct abgeleitet ist und die für die Spielzeit 2014-2015 gedacht ist und die von etlichen Bundesliga-Torhütern, unter anderem Manuel Neuer, während der Saison getragen wird. Die Predator Zones Pro haben dabei besondere Features, auf die ich jetzt nochmal einzeln eingehen möchte. Vor allem, wie beim Predator Pro immer wieder sehr beliebt, die Doppel-Stretch-Bandage ist mit dabei. Das heißt, ihr habt zweimal die Möglichkeit, die Bandage zu fixieren. Zum Einstieg in die Handschuhe, unten sehr eng geschnitten. Es nennt sich die Close-Fitting-Bandage. Sie ist im Vergleich zum Vorgängermodell die gleiche und hat wieder die Einstiegshilfe, die ihr bitte auch verwenden solltet. Zwei Finger rein und man sieht es. Die Handschuhe gehen damit wirklich leicht anzuziehen. So, die Doppel-Stretch-Bandage einmal rum und einmal nachziehen, zweimal rum. Die Doppel-Stretch-Bandage fixiert die Handschuhe besonders gut am Handgelenk und sorgt dafür, dass die Predator Zones eine wirklich hohe und sehr gute Passform und Fixierung schon am Handgelenk haben. Zudem haben die Handschuhe eine Besonderheit, die im Bereich des Inneren zum Einsatz kommt. Wir haben hier einmal die Abrasion Zone. Die Abrasion Zone ist eine Zone, die dazu da ist, um den Haftschaum zu schützen. Das heißt, es verbessert nicht die Fangeigenschaften, sondern es sorgt dafür, dass wenn ihr so auf den Boden kommt, nicht direkt der Haftschaum betroffen wird, sondern eben die Abrasion Zone. Eine Besonderheit der Adidas Predator Zones Pro ist die Schnittform, die zum Einsatz kommt. Bevor wir auf die roten Stellen eingehen, gucken wir uns hier den inneren Bereich an. Die Nähte sind nach innen gezogen. Das ist ein eindeutiges Merkmal für eine negative Schnittform. Adidas nennt diese Schnittform Seamless Touch und das ist die Besonderheit, dass durch die nach innen gezogene Naht keine Nähte in direkten Ballkontakt kommen. Dadurch sind die Handschuhe sehr passgenau und liegen eng an den Fingern, wie ihr sehen könnt, eng an den Fingern an. Die roten Flächen sind eine der Hauptflächen. Kurz möchte ich darauf hinweisen, es gibt Produktfotos, wo schwarze Punkte hier drauf zu sehen sind. Die sind aus Designgründen nachher nicht gemacht worden. Das hat nichts mit Qualität zu tun, sondern die sind nachher einfach aus Designgründen nicht so produziert worden. Es gibt die Handschuhe nur mit der glatten roten Oberfläche. Die einzelnen Zonen sind dafür da, um den Grip am Ball noch zu verbessern. Es handelt sich dabei um die Nova Zone Tech. Dabei habt ihr 2 mm mehr Haftschaum. Das heißt, es ist ein zusätzlicher Haftschaum, der aufgebracht ist, 2 mm mehr und ihr habt dadurch noch mehr Grip und könnt den Ball noch besser fixieren, noch besser fangen. Zudem sorgt der neue Haftschaum dafür, dass die Schnittform erhalten bleibt. Das heißt, die Handschuhe werden nicht wie die älteren Predator-Modelle an den Fingern etwas weiter, sondern sie bleiben wirklich schön eng und sitzen. Die Adidas Predator Zones Pro kommen, wie ihr sehen könnt, ohne Fingersafe, sind leicht und flexibel und haben noch ein weiteres Highlight. Und zwar im vorderen Bereich kommt die Punching Zone zum Einsatz. Bei der Punching Zone handelt es sich um Lamellen, die dafür da sind, um die Faustabwehr zu verbessern. Ihr könnt dadurch bei jeder Faustabwehr den Ball besser kontrollieren und erhaltet so auch beim Fausten noch mehr Komfort, da auch eine andere Dämpfung vorhanden ist. Das sind also die Handschuhe für die Saison 2014-2015. Mich würde jetzt interessieren, wie findet ihr die neuen Handschuhe? Ist das Farbdesign eher euer Geschmack oder sagt ihr, naja, die Iker Casillas-Version wäre doch was gewesen oder die Battle Pack-Farbe der WM. Lasst es mich wissen über Facebook, YouTube und Twitter. Den Link zu den Torwart-Handschuhen, weil häufig nachgefragt wird, kopiere ich euch oben direkt in die Beschreibung rein.